will eine eigene Crew erstellen. Crewtech, PWR. Wow. Alter. Das ist wieder sowas, wofür ich EA hasse, ja? Die blenden ein, der Text soll länger als 3 Zeichen sein. Mehr als 4 darfst du aber wieder nicht. Dann schreib doch gleich, der Tag muss 4 Zeichen lang sein. Hä? Jetzt darf ich die... Ach. Ihr seid doch dumm. Ihr seid doch verdammt dumm. Es muss halt exakt 4 Zeichen lang sein. Ah, hier. Crew-Logo. Crew erstellen. Ja. Machen wir es jetzt mit Underscore. Du hast die Crew mit diesem Namen erstellt. Pulswellenreiter. Sehr schön. Da steht auch einer. Perfekt. Guten Tag. Was ist, wenn ich jetzt in sie reinfahre? Oh, dann kriege ich auch Heat am Tag. Ganz dumm sind sie nicht. Okay. Ganz dumm sind sie nicht. Aber Bäume kann ich dafür umfahren. Umfahren. Ein bisschen Frage ist, wie wäre ich denn eigentlich wieder los? Ey, es gibt eine Folgenjagd, das wusste ich schon. Es gibt tatsächlich wieder, in der Nacht sind die auch ein bisschen heftiger als am Tag. Am Tag hast du normalerweise halt Ruhe, wenn du gerade die reinfährst. Aus irgendwelchen dummen Gründen. What? Ich kann die fucking... Ach, come on. Ich kann die Tankstelle platt machen. Ich kann die Tankstelle platt fahren. Entkommen. Perfekt. Wenn ich die Tankstelle einfach durchfahren kann und die Tankstelle platt machen und nichts passiert, ist... Da hätte ich meinen Wagen zerlegen müssen dabei, wenn ich das mache. Gerade weil die Tankstellen wichtig sind, wenn du in Verfolgungsjagden nämlich dein Wagen langsam kaputt geht. Das seht ihr neben meiner Nitro-Anzeige, neben der blauen rechts unten. Das ist nämlich so eine HP-Anzeige sozusagen. Und da muss ich durch Tankstellen fahren, um mich zu reparieren. Und dann sollte das meiner Meinung nach ein Risiko sein, da durchzufahren, wenn du das nicht ordentlich sauber machst. 1 Kilometer Vorsprung in 3 Runden. Hassel. Da haben wir richtig reingehasselt. Ja. Nee, muss ich das Event glaube ich nicht wiederholen. So, da haben wir wieder 9000. Piep, 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 piep. Die sind halt immer noch nicht. Lol. Na gut, bei der Leistungsbewertung. Ist das logisch? Ich hätte gerne die Lade-Dinge dazwischen. Wer zieht in einem Südstaat Miami, den ich irgendwo kenne, ich 25 Grad, nicht kann? Schütze tot. Oh, geil. Ja, bitte. Oh ja, in Schwarz hier. Ich nehme es, glaube ich, wirklich sowas. Das ist, glaube ich, eigentlich. Oh, das wird ja noch besser. Das wird ja noch besser. Die Idee. Oh ja, bitte. Oh, ich könnte das gleiche Top anziehen wie sie. Ja, ich immer noch. Entweder das. Hier, das mit den Häschen finde ich gut. Das rein da. So, Charakter angepasst. Ich sehe mich da.
Bin ich ein Badass-Tuner, dass ich die Tattoos nicht anpassen kann, ist ein bisschen schade. Muss ich wahrscheinlich einen Charakter auswählen, wa? Nur eine weitere Nacht in Palm City. Und ich habe gerade meinen Charakter angepasst. Deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Das ist so awesome! Das ist so awesome, dass sie das zulassen. Du kannst deinen Charakter ziemlich gut persönlich einkleiden, Xeli. Und du kannst einem männlichen Charakter auch alle möglichen weiblichen Charaktere, weiblichen Sachen anziehen. Oh, ein RX-7. Lotus Exige. Könnte ich mir jetzt theoretisch schon holen, wenn ich genug Geld hätte. Wie es aussieht, kannst du dir jetzt neue Teile kaufen. Okay. Und jede Menge neue Teile freigeschaltet. Empfohlen. Okay. Ein Punkt Unterschied. Mal gucken. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt irgendwie auf schwer Schwierigkeiten haben. Wenn es auf Punkte geht oder sowas. Schön, dich wiederzusehen. Ich zeig dir den Weg zur Strecke. Mir nach. Zeig's mir den Weg zur Strecke, dann zeig mir den Weg zur Strecke. Bieg hier links ab. Nicht Lukas diesmal, ja? War ja klar. Bist ein bisschen lahm, Alter. Kannst du mal so schnell fahren, wie ein Auto aussieht? Der blinkt sogar. Lol. Wir sind auf diesen Straßen aufgewachsen. Lukas und ich sind im gleichen Alter, auch wenn er eindeutig verlebter aussieht. Man kann so ziemlich alles umfahren, Celi. Also wirklich alles, auch dicke Bäume regelmäßig. Ich glaube, das ist eine Wasseraufbereitungsanlage. Da hat's gestunken wie in der Hölle. Weshalb sie perfekt war. Dreckige Luft und freie Straßen. Einmal ist Lukas fast in einen offenen Abwassertank gedriftet. Aber keine Sorge, er ist inzwischen abgedeckt. Oh, er ist inzwischen abgedeckt. Nur in die Entfernung darfst du nicht so gucken. Die Entfernung sieht nicht so geil aus. Die Landschaft aus Entfernung dargestellt. Rechts abbiegen. Ey, er blinkt halt. Der illegale Straßenracer blinkt. Jetzt veranstalte ich hier Trainingsrennen. Das meine ich mit unfreiwillig witzig. Damit ihr euch beim Showdown nicht blamiert. Und wenn du mich beeindruckst, habe ich vielleicht was für dich, um deinen Wagen für den Showdown fit zu machen. Klingt großartig. Gib mir mal was. Ja, blinken aber durch die Schranken fahren. Gleich nach rechts. The fuck. Da sind wir. Dann zeig mal, was du kannst. Ein Rad muss driften. Oh, nee, wir haben ein Rennen. Okay. Cooler Geschicklichkeitstest im Fahren Rennen. Rundkursrennen, Noob-Alarm, Zielplatz 1. Na dann, go. Fahr doch mal, Junge, du fährst wie eine alte Oma. Was ist denn falsch mit ihm? Der fuhr halt wirklich wie eine alte Oma gerade. Zielplatz 1, ne? Dann, springen wir mal erstmal in die Pampa. Das bezweifle ich irgendwie so ein bisschen. Wer hat gesehen, wo der Cooldown für den Nitro steht? Dass man den wirklich einfach nach Zeit wieder auflädt. Ey, Dude, da vorne, kannst du... Du gibst ein Höllentempo vor! Könntest du kurz ein bisschen... Und dann fahren wir hier schön links, weil wir wollen nicht wieder in die Pampa springen. Es wird irgendwie schwierig, ihn da vorne zu holen. Ich sehe das Problem, mit dem keine Chance hat, wenn man einen Punkt runter ist. Oh shit. Ich will kurz was gucken, ob das an der Schwierigkeit liegt oder an meinem Punkten. Ja, speichern. Kann ich nicht hier direkt neu starten? Ja, neu starten. Ich will wissen, ob das schaffbar ist oder ob es nicht schaffbar ist, aber es ist auf jeden Fall tausendmal schwerer, als wenn man 9 Punkte drüber ist.
Okay, der hat einen richtig krassen Stand. Holy moly. Yo! Yo! Der hat aber reingehauen. Also auf jeden Fall nicht immer das gleiche, wie die Rennen verlaufen. Ah fuck, ich hab hier die Kurve so blöd genommen. Versucht dran zu bleiben. Ja. Jetzt ziehen wir jetzt eiskalt ab. Vorhin hatte, weißt du, vorhin war irgendwie Platz 3, 4. Und jetzt ist er halt 3 Kilometer weit vorne. Er ist 150, der wird immer mehr. Der fährt mir weg. What the fuck? Es gibt auch nichts über freie Straßen. Ja, okay. Ich sehe das als nicht schaffbar an. Also das haben sie ein bisschen sehr offensichtlich gemacht, wie sie die Schwierigkeit balancen. Aber dann auf schwer zu stellen und bisschen über dem Leistungsding zu sein, ist halt Quatsch. So ein bisschen, das ist... Es widerspricht sich. Probieren wir es nochmal. Erst müssen wir wieder hinfahren, wa? Ach, Mann. Könnte dieser Effekt sein, und hätten sie wenigstens konstant sein sollen? Ja, naja, wobei, der wird wahrscheinlich langsamer und schneller, ne? Wenn es dieser Effekt ist. Dieser Shutter-Effekt. Naja, ich weiß schon. Dass das halt mit einer wilden Wiederholrate sich synkt. Ich weiß schon, was du meinst, das meinte ich auch gerade. Aber dann wird es normalerweise, dreht sich mal vorwärts, mal rückwärts und so weiter, je nachdem, wie schnell es gerade ist. So, wir haben nichts gern, außer unseren Wagen ein bisschen getuned, ne? Gerade eben war es nahezu uneinholbar vorne. Mal sehen. Ja. Ja, wobei, der ist immer noch, der hält schon ordentlich gegen. Aber nicht genug ist es halt. Dass 10 Punkte so einen Leistungsunterschied machen, das glaube ich halt irgendwie nicht. Hallihallo, Iconic Dennis. Herzlich willkommen zurück zu einem Rennspiel der modernen Sorte, kind of. Ey, ich wollte da driften! Ach, Mann. Hallo. Das Drift ist halt nicht ganz zuverlässig manchmal. Nee, ich bin nicht wieder auf schwer. Ich hatte nicht zurückgestellt. Hier. Ich bin noch da. Ich werde auf Mittel gestellt und habe dann nur noch meinen Leistungsfindig geändert. Queen, was du meinst, ist, wenn du einen Film siehst, oder ja, wenn du einen Film siehst und die Bild. Aufnahmerate, sozusagen wie viele Bilder pro Sekunde aufnimmt, sich mit einem Objekt synchronisieren, wie einem Hubschrauber zum Beispiel oder sowas, dann sieht das aus, als würde das stillstehen, was ich eigentlich für ein bewegendes Objekt ist, hier Hubschrauber, Rotor, meine ich. Das meinte ich natürlich auch, aber das war irgendwie, ja, so sah das nicht aus, der Effekt sieht normalerweise anders aus. Jetzt kommt's drauf an. Habt ihr gehört? Jetzt erst. Also tatsächlich ist nicht. Einfach ist es immer noch nicht. Obwohl ich jetzt 10 Punkte drüber bin. Ich würde tatsächlich sagen, das ist einfach ein schweres Rennen in dem Fall. Es liegt meiner Meinung nach nicht an der Leistungsbewertung. Das Rennen insgesamt ist schwer. Weil die sind immer noch deutlich hinten dran. Ja, also die sind nicht weit weg. Aber der letzte ist dafür direkt vor mir. Das beigebracht? Er war nämlich früher ähnlich überragend. Du kannst definitiv wiederkommen. Ich kann wiederkommen. Geil. Also ne, der 131er hat mir gerade ordentlich im Heck gesessen.